Hallo Steinewelt, hier ist der Steinrabe mit einem etwas anderen Update. Und zwar habe ich euch das ja schon ein oder zweimal angeteasert. Ich zeige euch hier nicht ohne Grund einen leeren Raum, denn hier wird meine Lego-Stadt reinziehen. Wir ziehen um und ich habe mir einen richtig, richtig schönen, großen, coolen Raum für mich selbst organisiert. Die ersten paar Sachen stehen auch schon da. Und ich werde euch so ein bisschen mitnehmen in dem ganzen Prozess, was hier drin so passiert. Wie ich die Tische aufbaue, wie ich die Tische plane, wie ich die Tische vielleicht auch zusammenbaue und der Umzug selbst. Seid gespannt! Ein Teil vom Lego ist schon umgezogen, aber das sind vor allem Teile, die irgendwie zur Deko sonst wo rumstanden. Von meiner Stadt tatsächlich, ja, noch gar nichts. Und hier, ich stelle mich mal ins Eck, seht ihr so einen Raum? Das hier sind die Maße von dem alten Tisch. Das wird hier untergehen. Deswegen stelle ich mal hin, wie ich mir gedacht habe, wie groß der Tisch danach sein wird. Ich habe die Kisten mal weggemacht und jetzt sieht man, glaube ich, nochmal die Dimension nochmal besser. Diese weiße Anleitung in der Mitte, das wäre quasi der alte Tisch und der neue wird einmal in beide Richtungen verlängert, der wird doppelt so breit und dann werde ich noch einen Meter vorne dran stellen. Hier hinten im Eck werde ich so ein bisschen einen Gang freilassen. Wahrscheinlich werde ich noch mehr rübergehen, mal schauen. Einfach, damit ich von beiden Seiten agieren kann. Und hier, wo jetzt diese Kisten stehen, da wird später wohl mein Teilelager hinkommen. Was wir hier auch schon sehen, sind die Lampen, aber da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Im Moment hängt hier als Licht so eine einsame Glühbirne, aber das wird sich natürlich ändern. Ich habe mir hier 4 von diesen LED-Lichtern, Strahlern gekauft und die werde ich an die Decke hängen und dann ist zumindest im Moment mal das Licht besser, aber der Ton wird, glaube ich, immer noch so hallen, bis hier einfach mehr drin steht. Ihr seht, hier passiert einiges parallel. Das ist noch der Zustand vom letzten Video, irgendein Zwischenzustand, den habt ihr wahrscheinlich nicht gesehen. Und hier habe ich schon ein bisschen Material zusammengeschnitten, sodass die Stadt ja transportiert werden kann. Ich nehme dieses Plastik-Schaummaterial, ich weiß gar nicht, wie das heißt, habe das in kleine Stücke geschnitten und so benutze ich Euroboxen, ich zeige es euch gleich, lege diese Teile an den Rand, sodass die Kisten nicht, dass die Platten, die Milzplatten in der Kiste nicht so hin und her wackeln. Ich mache jetzt einen kleinen Schwenk und dann seht ihr genau, was ich meine. Hier seht ihr ja, rechts und links an allen Seiten ist so ein bisschen Platz in der Kiste. Das ist auch ganz gut, weil ab und zu steht vielleicht was vor. Aber dann habe ich eben diese Teile. Kann sie hier reinsetzen. Und wenn ich das dann auf allen Seiten mache, sodass die Milzplatte einigermaßen, wie soll ich sagen, beengt da drin sitzt, dann wackelt auch die Milzplatte innen drin dann nicht mehr so arg. Und dann glaube ich, behaupte ich mal, ohne es bisher ausprobiert zu haben, dass das Ganze relativ gut dann sitzt. Ich bereite diese und die andere Platte vor. Viel mehr Kisten habe ich leider nicht. Und für die Milchplatten, die größer sind wie 2x3, also 40 auf 60, muss ich mir was anderes überlegen. Auf was kam ich da? Einfach noch größere Boxen kaufen. Ich weiß gar nicht, ob man das so sieht auf dem Video jetzt. Die rechte Box ist 40 x 60 cm, die große ist 80 x 60 cm. Das sind Riesendinge, die kriegt man nicht mal mehr quer durch die Tür. Aber ich habe alles hierher gebracht, in die neue Wohnung, in das neue Haus. Und das einzige Opfer, tatsächlich das einzige, was kaputt gegangen ist, das seht ihr hier, das Dach hat es in Teilen nicht überlebt. Inzwischen ist alles rüber, ihr seht, ich habe es zwischengelagert, damit ich im Raum noch ein paar Arbeiten machen konnte. Massen an Kartons, Massen an Kleinteile-Magazinen, alles Mögliche. Das wird alles noch in genau diesen Raum hier kommen, den habt ihr ja schon ein, zwei Mal gesehen jetzt. Auch die Lampen habe ich aufgehängt, sodass wir auch genug Licht haben und alles sehen. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, dass euch so die Einblicke gefallen haben, was so hinter den Kulissen passiert. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, kommentiert, haut raus, was YouTube euch zu bieten hat. Euer Steinrabe.